Lisa Brennauer, herzlichen Glückwunsch zu einem richtig starken Rennen. Wie hast du es erlebt, das erste Paris-Roubaix? Ja, vielen Dank. Es war wirklich total spannend von Kilometer 1. Ein großer Kampf ums Positionieren, immer vorne sein. Und ja, wahnsinnig viel passiert. Die Attacke natürlich am Anfang von Lizzie Deignan. Ich denke, ja, niemand hat erwartet, dass sie das jetzt bis zum Ziel durchzieht. Ich dachte mehr, das ist ein Setup für eine andere Attacke ihrer Teamkollegen. Habe erstmal abgewartet, was Teams mit mehr Fahrern, wie die darauf reagieren. Und ja, unterwegs, es war sehr glatt, es war viel Schlamm und Matsch auf den Kopfsteinpflasterpassagen. Und es sind viele Stürze auch passiert. Es war unglücklich, aber ich konnte zum Glück überall ein bisschen außen rumfahren. Aber deswegen habe ich leider die Attacke von Marianne Foster verpasst. Da war auch wieder ein Sturz und da hätte ich einfach weiter vorn sein sollen. Das war ein großer Fehler, sonst hätte ich ja heute wirklich die Karten gehabt, um aufs Podium zu fahren. Wir haben das gesehen, du warst Sektor 6 oder so, gab es schon ein paar Stürze und du warst ein paar Mal dahinter. Und danach haben wir, also du bist da artistisch drumherum gefahren und danach haben wir gesehen, immer wenn es aufs Pflaster ging, Lisa Brennauer ganz vorn. Ja. War das dann auch so der Gedanke, ey, bloß nicht aufgehalten werden? Ja, ich habe dann schon gemerkt, oh, ein paar, die rutschen immer und dachte, ich nehme dann einfach auch mal ein paar Sektoren von vorne, natürlich da, wo jetzt auch nicht gerade voll Gegenwind drauf stand, aber es ist natürlich die sicherere Variante gewesen in dem Fall und ja, ich bin trotzdem ein kleines bisschen enttäuscht natürlich, dass ich jetzt Vierte geworden bin und hier bei der ersten Edition nicht auf dem Podium stehen darf heute. Ich habe alles nochmal gegeben im Finale, nochmal attackiert. Ich wusste auch, ich muss das jetzt machen, sonst ist es vorbei. Und ja, schade, dass es nicht ganz gereicht hat. Die Situation, als Marianne Voss All-In geht, war dir da relativ schnell klar, okay, das wird jetzt schwierig? Oder wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ja, das war echt so. Also ich habe mir gedacht, das ist jetzt, also ich habe es von Anfang an gesehen, dass sie die ist, die auf jeden Fall noch am meisten Körner hat in der Gruppe. Und dann ist sie gefahren und ich war vielleicht so fünfte, sechste Position. Dann ist der Sturz passiert mit Ellen van Dijk, glaube ich, aus Erinnerung. Und ja, es hat mich leider kurz aufgehalten und dann war es auch schon zu spät. Also entweder man ist da am Rad oder nicht. Ich hätte auf jeden Fall alles versucht, um da mitzufahren. Ich will jetzt nicht, kann jetzt nicht sagen, dass ich das dann drauf gehabt hätte, aber ich habe mich gut gefühlt und ja, schade. Das heißt, Paris-Roubaix, du magst das Rennen und wenn man dich fragen würde, in 2 Wochen normal, würdest du sagen, jo, da bin ich wieder dabei? Ja, ich mag es wirklich. Also ich muss auch sagen, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielleicht können sich nicht alle Leute vorstellen, warum, aber wenn man mit dem Positionieren das gut hinbekommt und auch ohne Schaden hier durchkommt, dann hat man eigentlich schon die halbe Miete. Und das war bei mir heute so der Fall und von dem her konnte ich es ja, auch ein Stück weit genießen und gehe jetzt mit dem lachenden und weinenden Auge und ja, wäre schon gerne auf dem Podium gewesen. Vielen Dank.